Ja, der ist mal fast 52 Jahre alt, seit über 25 Jahren im Personalbereich tätig, hat unzählige Vorstellungsgespräche geführt und jetzt sollen wir Personalverantwortlichen uns bei Ihnen bewerben. Verrückte Welt. Aber nun gut, let's go. Ich freue mich heute wahnsinnig hier sein zu dürfen. Wenn ich jetzt was sehen könnte, würde ich alle Ihre verdutzten Gesichter sehen. Recruiting Slam, Herr Hensel hat es gerade schon gesagt, da wird manch einer im Vorfeld und vielleicht auch jetzt noch sich fragen, was ist denn das? Das zeigt auch ganz klar, dass irgendwie wir insgesamt weg müssen von Werbung genervt und ich sehe gerade die Uhr, die läuft wirklich rasend schnell, deshalb muss ich ein bisschen Gas geben. 8 Personalleiter oder auch Geschäftsführer von Unternehmen werden also aus ganz unterschiedlichen Branchen hier aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein und Olpe diese Bühne betreten. Oder um es mit den Worten unserer Partner zu sagen: We are a small band of pirates doing epic shit. Um plastisch zu beschreiben, was wir machen, jetzt nicht erschrecken, unser Kunde liefert uns im Prinzip das und wir machen daraus das. Bitte unser Publikum folgenden Satz zu vollenden: Wenn's um Geld geht. 2 Minuten Bonus, ne? So war das doch. Wir finden irgendeinen Kalle, der sich eine Tüte über den Kopf zieht, irgendwer, der sich blöd in die Röhre guckt und den letzten will ich erst gar nicht kommentieren. Wir haben einige düstere Augenblicke erlebt. Ein ziemlich cooler Kunde kommt so zum Schalter und sagt: Hey, wie viel Geld habe ich noch auf dem Girokonto? Ich hatte super lange Haare. Ich war als Rocker unterwegs und Ohrlöcher, die habe ich mir selbst gestochen. Hey, wenn Sie noch 300 Euro einzahlen, dann nichts mehr. Würde man jetzt versuchen, diesen Begriff Recruiting Slam zu übersetzen, dann käme bestimmt irgendetwas Blutiges dabei heraus. Das Ziel war von Anfang an, wir wollten was Revolutionäres machen. Was, mit dem man Dinge tun kann, die man normalerweise nicht tun kann. Wir versuchen es noch einmal. Steffi, hallo. Ist ganz schlecht. Apollo. Beim Schlemmen.